Trotzdem, Nürnberg ist richtig gut drauf. Was zeichnet die im Moment aus? Die gewinnen 4 Spiele in der Liga in Folge. Im Pokal machen sie Schalke richtig schwer. Ja, ist eine sehr gute Mannschaft mit offensiver Qualität, auch wenn sie ein paar Abgänge hatten. Aber ja, jetzt am Anfang auch ein paar Probleme. Jetzt haben sie gut reingefunden und ja, kriegen wenig Gegentore, machen dann vorne die Tore und ja, so gewinnst du natürlich die Spiele. Guckt man da vielleicht auch mal hin, nachdem die auch, wie du es gesagt hast, diesen holprigen Saisonstart hatten, jetzt diese Serie. Was haben die vielleicht gemacht? Wo haben die den Schalter umgelegt? Oder ist das was, was dann tatsächlich durch Siege kommt? Das ist jetzt schwierig zu sagen, was sie genau anders gemacht haben, aber klar, wenn du gewinnst, ist dein Selbstbewusstsein da, dann läuft es auch, dann geht mal einer rein, der sonst nicht reingeht, ja, und dann entwickelt sich sowas eben und das muss auch unser Ziel sein.